Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest. Jawohl. Ich möchte mal schauen. Hier kann man sich irgendwo noch Schlüssel kaufen. Die Frage ist nur, wo? Aha. Aha, gibt's hier irgendwas? Nö. Was ist... Also, du verkaufst Holy Water? Möchte ich nicht haben. So. Was verkaufst du? Eine magische Rüstung, Stilarm. Nö, auch nicht. Mensch, wo ist denn der Schlüsselverkäufer? Der ist es nicht. Ah, hier geht's rein. Und du? Aha. Du, was verkaufst du nochmal? Nicht gescheit. Aha. Ja, der verkauft auch nichts. Hier gibt es auf jeden Fall einen Schlüsselverkäufer. Ich weiß nur gerade nicht, wo der ist. Das ist das Problem. Da oben? Nee. Ah, egal. Ich werde nur noch das Geld zusammenkratzen. Und dann werden wir zum nächsten Gebiet aufbrechen. Zum nächsten Einsatzort. So. Das schaffen wir doch. So. Wir müssen sowieso nochmal zum Anfang zurück. Denn dort gibt es noch was für uns. Einen wichtigen Gegenstand. So. Zauber. Hehe. Healmore. Wir sind wieder voll geheilt. Hehe. Jawoll. Los, yeah, besiegt. 105 Erfahrungspunkte und ein Haufen Gold. So, der nächste bitte. Ein Killerwolf, der plötzlich angreift. Finde ich aber gar nicht nett. Ups. Healmore. Gut, besiegt. So, als nächstes ein Master Wizard. So, auch schon besiegt. Killerwolf. Gut. So, 8070. So. Schauen wir mal. Genau, besiegt.
Ich werde mich mal so heilen. Gut. Ich habe nicht mehr viel MP. Das macht aber nichts. Ich kann mich immerhin in der Stadt heilen. Gut. So. Oh, eine Star-Chimera. Die mag ich nicht. Sind aber auch die einzigen Gegner, die ich nicht wirklich mag. Aber naja. Besiegt ist besiegt. So, Zauber, Heilung. Und nochmal, Heilung. Und nochmal Heilung. So. Zweimal kann ich mich noch heilen. Dann ist Schluss. So, zack. Ui. Das hat nicht ausgereicht. Das hat nicht ausgereicht. Ui, ui, ui. Ein Drache. Na dann. Besiegt. So, Heilung. Und noch einmal Heilung. Das letzte Mal. So. Ein Killerwolf. Gut, Angriff. Besiegt. So muss das. So. Ein bisschen Geld fehlt uns noch. Ich muss erstmal eine Runde schlafen. Ja. Gut. So. Komm, ein bisschen Geld brauchen wir noch. Wenigstens können wir jetzt wieder richtig heilen. Mit Heal More. Terrific Move. Warum macht er das nicht gleich am Anfang? Naja. Ist ja egal. So, eins. Zwei. Und drei. So, Zauber, Heal More. So, der nächste bitte. Noch eine Star Chimera. Kommt doch noch was anderes? Ich glaube nicht. So, reicht das jetzt noch nicht ganz. Ein Killerwolf. So. Besiegt. Sehr schön. So. Und nochmal eine Star Chimera. Super. Wunderbar. Gut,
Jawohl. Und das reicht, glaube ich, auch für die zweitbeste Waffe im Spiel. Aber ich weiß nicht, gab es die hier? Nee, natürlich gab es die nicht hier. Also bitte. Na, danke. So, da muss ich mal hier durch. Ah ja. Noch nicht. Ich kaufe mir erstmal das Schwert. Genau deswegen. Genau, und gleich mal ausrüsten. So, dann können wir natürlich das alte Schwert verkaufen. Das Stahlschwert. Kriegen wir 750 dafür. Danke. So, und jetzt können wir die Schlüssel kaufen. Eins. Noch ein. Noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Kriegen wir noch ein? Nee. Gut. So ist das nämlich angedacht. So, mal sehen, wie stark wir jetzt sind. Ein Meisterzauberer. 39. So, und ich möchte mal gucken. Warriors Ring, Iron Shield. Das Flammenschwert möchte ich mal nutzen. Macht 21 Schaden. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. So, Star Chimera. Ein. Okay, wieder geheilt. So, ein Treffer. Heilt sich nochmal. So. Okay, zwei Treffer. Wenn sie sich nicht heilt. So, ansonsten Zauber Hirmor machen wir jetzt erstmal. Und wir gehen zu der verlassenen Stadt. Eine magische Chimäre. Ah, ausgewichen. Ah, jetzt schlafe ich auch noch. Bin ich wieder aufgewacht und greife an. Holla. Nur ist gut. So. So möchte ich das. Eins. Zwei. Gut. Dann weiter. Noch eine. Heilt sich, nützt sie aber nicht. Denn sie ist trotzdem besiegt. So, dann gucke ich gleich mal. Princess Love. 1741 Erfahrungspunkte. Okay. Ein Schattenritter. Ha, mit einem Schlag auf die Bretter. So muss das. Gut. Und ein untoter Ritter. Boah, 103 mit einem Terrific Move. So will ich das sehen. Haha. So haut das rein. Armor Knight. Ja, braucht noch zwei Angriffe. Der braucht noch zwei Angriffe. So, Hirmor. So, ein untoter Ritter. So. Wen haben wir jetzt? Ein Schattenritter.
Genau. Diese stellen keine Probleme mehr dar. So, wen haben wir jetzt? Ein Todesskorpion. Oh, Terrific Move. Der müsste hin sein, ja. Ganz genau. So. Eine normale Chimera. Was? Hält zwei aus? Echt? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja. Aber mit dem neuen Schwert kämpfen wir wieder mal mit Guts. Ja, das ist die Stadt, die jetzt nicht mehr lebt. Da schaue ich mal nach. Oh, hier kommen sogar Gegner. Star Chimera. Okay. Aber ist hier irgendwas noch? Irgendwo muss ja was sein. Ein Meisterzauberer. Hier fahren sie nochmal die schweren Geschütze auf. Das macht mir aber nichts. So, Zauber, Healmore. Dann sind wir wieder vollgeladen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo es ist, das wäre natürlich ideal. Also bekommen wir wenigstens nochmal Erfahrungspunkte. Aber hier blinkt doch eine Stufe im Boden auf, was ich schade finde. Hätte manche Suche einfacher gemacht. Definitiv. Aber naja, nur ist es halt so. Nur ist es halt so. Gut. So, wie viele Erfahrungspunkte brauche ich noch? 685. Aber ich kann mir denken, dass es hier irgendwo ist. Oder auch nicht. Auch nicht. Hm. Da muss ich dann nochmal gucken. Da muss ich dann nochmal nachgucken. So. Nee, da geht's wieder raus. Raus will ich ja nicht. Raus will ich ja nicht. Hier irgendwo muss was sein. Ist nur wo. Oh, die Musik, ey. Okay, ein Drache ist aufgetaucht. So, dann mache ich mal Healmore. Gut. Drache besiegt. 135 Erfahrungspunkte.
Gut, eine Star-Chimäre. Ja, wo der mysteriöse Gegenstand dann sein wird, werde ich nochmal nachgucken müssen, weil ich gerade keine Ahnung habe. Aber das wird sich schon noch finden lassen. Das wird sich schon noch finden lassen. So, dürfte auch nicht mehr viele Erfahrungspunkte fehlen. Habe ich da gerade was gesehen? Oh, ein Dämonenritter. Hier Moor. So, der kann mich einschläfern. Das ist ja fies. Okay, wie viel bringt er? 130. Ah, da war's. Die Rüstung von Roto. Gut, dann werde ich die gleich mal anziehen. Ich meinte anziehen. Da muss ich auf Status gehen. Equip, Flammenschwert, die Rüstung von Roto und der Eisenschild und der Warrior Ring. Gut, mit der Rüstung von Roto kann mir Gift nichts mehr anhaben. Und ich habe eine höhere Verteidigung. Und jeden Schritt werde ich geheilt. Das kommt auch noch dazu. Boah, das wird so geil mit der Rüstung. Haha. Und ein Level haben wir auch noch bekommen. Sehr schön. Level 18. Stärke erhöht sich um 13. Geschwindigkeit um 5. Vitalität um 3. HP um 15. Und MP um 7. Hoho. Leute, jetzt ist nichts mehr zu lachen. So ein paar Schritte gegangen und ein paar Level, paar HP geheilt. Gut, ja, wie es dann weitergehen wird, Freunde, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.